Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Wir spielen wieder eine Runde Wreckfest. Wir machen wieder ein bisschen was kaputt. Ich habe wieder Bock drauf. Und genau das machen wir jetzt. Letztes Mal kam ja gar nicht so schlecht an. Darum haben wir gedacht, machen wir einfach noch mal eine Runde. Wir machen es ja momentan so. Montags kommt immer The Last of Us. Und Donnerstag Video, beziehungsweise was labere ich am Donnerstag Video. Logisch. Nach Montag Video kommt Donnerstag Video. Und nach Donnerstag Video machen wir jetzt einfach mal Wreckfest. Zumindest mal diese Woche noch. Gucken wir mal, wie es bei uns ankommt. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mehr wollt, dann machen wir künftig vielleicht auch donnerstags mal ein paar Wreckfest-Videos. Montags bleibt es momentan bei The Last of Us. Wir machen hier in Turnieren, ne, bla bla bla, was können wir denn noch machen? Ich habe hier Hilltop Stadium. Wir können hier natürlich noch ein paar Herausforderungen freischalten, beziehungsweise haben wir noch zu tun. Hier eine Tagesherausforderung, 5 Stunden, 37 Minuten haben wir noch Zeit. Dann machen wir das doch glatt. So, haben wir noch nichts gemacht. Guck mal, was da geht. Ich hab Bock. So, ich habe wieder richtig Bock zu zerstören. Und das machen wir jetzt auch. Ein schönes Derby. Schönes Destruction Derby machen wir jetzt an einer total coolen Karre. Motoring Nightmare. So, ihr Affen. Jetzt gibt's auf die Nase. So, machen wir erstmal so. Dann können wir hier wieder schön reinbrechen. Was brauchen wir denn? 3200 Punkte für Bronze. Letztens haben wir es ja so ziemlich verkackt. Zumindest was die Zerstörung betraf bei einem Rennen. Aber das kriegen wir, vielleicht kriegen wir ja dieses Mal ein bisschen mehr hin. Und mal sehen. Ja, wenn ihr Bock habt, mal online zu spielen, dann gebt mir doch einfach Bescheid. Schreibt mir in die Kommentare, dann können wir da bestimmt mal was machen. Einfach mal so eine Runde drauf. Ich kann auch gern mal einfach so mal online spielen und zeigen, wie ich es nicht kann. Obwohl ich Wreckfest eigentlich ganz gern online spiele, weil ich sag mal so, da geht es halt nun mal ums Zerstören und um nichts anderes. Fair fahren ist da nicht. Und dann passt das schon, ne? Also ist jetzt nicht so wie bei Gran Turismo, wo man aufpassen muss, dass man den Gegner nicht berührt, sondern einfach aufs Maul, ne? Ja, und ich habe trotzdem das Talent, nichts zu treffen. So, was haben wir denn? 1600 Punkte bis jetzt. Sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Was haben wir noch an Zeit? 1 Minute 30. Okay, wir müssen einfach auch mal gucken, dass wir unseren Multiplikator hochhalten. Aber so nicht. Jawohl, schön in die Seite hier brescht. Ach du Affenpimmel. So, jetzt reicht's mir hier. Auf die Nase. Ach, sind wir doch offen. Aufs Maul! Ja, mein, das haben wir wieder super gemacht. Das haben wir wieder super gemacht. Zähl fix. So, weg. Weg. Ja, das Auto ist sehr, sehr schwerfällig. Da Speed aufzubauen ist auch nicht so doll. Aber es hat halt Bums. Na, ist halt stabil. Wir haben jetzt immer noch 60%. Na gut, wenn mal jetzt einer wirklich reinrauscht, na, dann hat es das auch gleich. Aber wir schauen gar nicht mal so schlecht aus von der Punktezahl. Wir steuern schon Richtung Silber zu. Mal gucken, ob wir das gebacken bekommen. Das wäre ja schon mal gar nicht so schlecht. Schauen wir mal, was im Endeffekt dabei rauskommt. Wir haben noch 20 Sekunden, um ein bisschen was zu reißen. Aber 10 Sekunden, das wird eine knappe Story. Ich glaube, da wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Nee, auf Silber kommen wir, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube eher, die zerpflücken mich vorher und es ist Ende. Schauen wir mal, was im Endeffekt dabei rauskommt. Aber ich glaube, nee, 4375 bleibt bei Bronze. Egal. Schauen wir uns das nächste Event an. Immerhin, besser wie ein Toastgeschiss, sag ich mal, gell, da haben wir schon mal Bronze. Was haben wir hier? Tagesherausforderung. Dann haben wir hier, platziere dich so gut wie möglich, platziere dich so gut wie möglich. Demolition Attack. Da haben wir auch eine, ich würde sagen, Hilltop Stadium, das mag ich eigentlich ganz gern. Da haben wir auch eine Herausforderung. Da habe ich sogar schon mal Silber gemacht. Beziehungsweise, das war, glaube ich, mein Kollege, wo er hier war. Da haben wir auch ein bisschen Wreckfest gezockt. Da hat er, glaube ich, Silber geholt.
Und dann gucken wir mal. Vielleicht können wir es ja noch ein bisschen toppen. Aber 8-Ball, da ist halt auch sehr viel Glück dabei. Ja, da kann es ganz schnell vorbei sein. Ja, genau, das ist das Rennen. Ja, einmal falsch in die Kreuzung rein, zur falschen Zeit, dann ist natürlich hier schon Schicht im Schacht. Ne? Auf der anderen Seite müssen wir nur Punkte machen. Die Platzierung ist relativ egal. Aber einen blöden Treffer in der Kreuzung. Und schon können wir gucken, wo wir bleiben. Ne? So, mein Freund. Da hat es die Geschichte gleich. So, 6000. Da kommen wir noch nicht weit mit. Das Problem am Anfang, kann man immer ganz gut Punkte holen. Aber wenn sich die Riege dann noch ein bisschen mehr verteilt, dann ist natürlich ganz schnell die Hose gekackt. Weil dann kommt es aufs Treffen drauf an und nicht so eine Scheiße machen. Und da habe ich natürlich einfach Talent für, nichts zu treffen. Und wenn man nichts treffen will, dann trifft man. Ist immer so. Da haben wir auch nur so ein schwerfälliges Schiff. Oh, da, komm. Den nehmen wir mit. Jawohl. Der hat gesessen. Der hat gut Punkte gegeben. Aber reicht natürlich nur lange nicht. Nur lange nicht. Wir brauchen, glaube ich, für Gold 75. Wenn ich mich nicht täusche. Aber. Na toll. In der Kreuzung langsam werden ist natürlich so geil schlau. Ja. Okay. Ich glaube, das können wir schon mal knicken. Wir sind in Runde 3 von 6. Position 16, 24, wobei das relativ irrelevant ist. So, jetzt haben wir nochmal einen Stapel Punkte. Aber so länger wir hier stehen, umso gefährlicher wird es für uns. Und dann kommt da so eine Scheißwand. Verdammte Kacke. Kritischer Schaden, 15%. Ja, jetzt zweimal furzen und Feuer ist aus, ne? Das hilft uns jetzt, glaube ich, nicht wirklich weiter. Aber gut. Schauen wir mal. Scheiße. Ich glaube wirklich, überleben tun wir das Rennen nicht. Gucken wir mal, was wir noch machen können. Aber ich glaube, das wird eine harte Geschichte. 9% Gesundheit quasi. Und damit machen wir es nicht besser. Und dann kommt der von hinten. Und der nächste rast in mich rein. Und ja, alles klar. War ja fast klar. Aber gut. Was soll's. Probieren wir das nächste. So, dann machen wir doch jetzt Tagesherausforderung. Platziere dich so gut wie möglich mit dem LKW. Das machen wir doch, das klingt witzig. Bin mal gespannt, welche Gegner wir haben. Hoffentlich so kleine Opfer. Das wäre natürlich witzig. So, das wird auf jeden Fall jetzt spannend. Oder auch nicht, mal gucken, ne? So, ladet und ladet und ladet. Hier passt. Und auf geht's. Ja, okay, es sind alles große Autos. Große Vehikel. Dann gucken wir einfach mal. Ach du Scheiße, im Rasenmäher. Oder Mähdrescher, oder wie das heißt. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir uns hier durchkämpfen. Wir müssen... Okay, wir müssen Sechster werden für Bronze. Das heißt, Crashen ist hier jetzt nicht so wichtig. Also schauen wir, dass wir uns hier ein bisschen vorkämpfen tun. So, weg da, du Opfer. Und... so ein geschissenes Wohnmobil. Genau. Den hauen wir weg. Es ist halt manchmal einfach, ne? Man will einfach draufhalten. Auch wenn man es jetzt nicht müsste. Aber Platz 5, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt sollte man halt nicht zu viel Mist machen. Und dann läuft das auch. Eieieiei. Einfach vorbei. Einfach vorbei. Eieieiei. Da kommen Platz 4 sind wir. Das kriegen wir noch hin. Was haben wir? Runden 2. Oh, obwohl. Das wird dann natürlich eine knappe Geschichte bei 2 Runden. Wir sind jetzt schon in der 2. Runde. Das heißt,
Scheiße bauen sollten wir eigentlich gar nicht. Jetzt sind wir auf Platz 3. Und haben eigentlich mit Platz 3 auch Gold. Das ist schon mal sehr gut. Dann brauchen wir jetzt einfach nur noch aussitzen. Die Zeit aussitzen. Und uns irgendwie vorne halten. Und möglichst keinen Quatsch machen. Aber das ist manchmal leichter gesagt als getan, wie ihr wisst. Denn ihr wisst, der Schmiedi, der stellt sich manchmal halt auch richtig blöd an. Aber gut. Gucken wir und dann sehen wir. Und Vorsicht, Kurve. So, es ist halt auch diese LKWs und so sind zwar schön, um wirklich alle anderen zu zerstören, aber zum Steuern sind sie halt wirklich schwerfällig, logischerweise. Ja, aber gucken wir mal. Wir müssen jetzt hier nur durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und da haben wir ja schon die Ziellinie. Und das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Was? Ach du Scheiße, mein Gott, bin ich doof. Erste hätte es gebraucht für ein Gold. Ja, ja, gut, das wäre in der logischen Weise. Gut, habe ich Scheiße gelabert. Egal, wir haben Silber, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ein bisschen Kohlen, ein bisschen Ruhm, ein bisschen XP. Ach, was wollen wir denn mehr? So, jetzt, was machen wir noch? Emene, mene, mu. Wir haben hier, machen wir Rennen. Ne, wir machen Demolition Attack. Und auf geht's. Ah, das habe ich auch schon mal versucht. Das war, aber wir versuchen es einfach, weil da habe ich, so wie man sieht, nichts gerissen. Maximal 4600 Punkte habe ich geschafft und wir brauchen mindestens 6 für einen Pokal. Ja, gut, ne? Machen wir noch. Cooles Auto, wie ich finde. Und, ach, was war's? Fahrt vor. Das hat mich kaputt gemacht. Oh Gott. Das Blöde ist hier immer, okay, außer man hat dann so ein Treffen durch die Sprünge. Durch die Sprünge springt man sehr oft drüber, so wie jetzt, sieht man sehr schön. Und da dann was zu treffen, ist gar nicht so leicht. Aber jetzt haben wir gerade ein bisschen Glück. Ja, so ist richtig. So muss es sein. Da habe ich Bock. So, brauchst nicht rückwärts fahren, du Affe. Obwohl er eigentlich schlau ist, ne? Viele fahren natürlich rückwärts, weil da der Schaden nicht so groß ist, wenn man frontal drauf fährt, aber Entschuldigung. Ach Gott. Ja, I love it. I love it. So, ihr Pimmelsen. Ach du heilige Scheißdreck. So. Oh Gottchen, komm weg hier. Am besten ist da wirklich, wenn man feststeckt, zurücksetzen. weil anders hast du eigentlich komplett verkackt. Also, komm, wenigstens Bronze, da wäre ich eigentlich erstmal glücklich damit. Das wäre eigentlich schon ganz cool. Wir haben noch 1,5 Minuten. Haben 1800. Na, wird natürlich schwierig. Also manche Herausforderungen von diesen Herausforderungen, die sind echt hart. Wobei manche wiederum echt easy sind. Also das ist immer so ein bisschen. Ah, der da jetzt drauf gehalten, da hätten wir gut Punkte machen können. Manchmal würde ich mir schon so ein bisschen Nitro wünschen, wie es bei Flatout 2 war. Aber da kann man dann halt also im richtigen Moment schon ein bisschen draufhalten und natürlich auch Schaden verursachen. So. Aber die Karre ist schon relativ stark. Aber ich sehe jetzt schon, wir haben noch 40 Sekunden ungefähr. Und ja, so reißt man natürlich gar nichts. Überhaupt nicht. Fuck. Ja, das wird schwierig. Ich glaube, es wird nicht 20 Sekunden. Wenn wir jetzt nicht irgendeinen Glückstreffer haben, dann würde ich sagen, ist es eigentlich vorbei. Und vor allem, wenn man nicht hier, ja, Gott. Nein, das ist doch nicht wahr. Aber wenigstens haben wir ein bisschen mehr wie
unser Rekord war, wir haben 4700 Punkte, bringt uns natürlich gar nichts. 5000 hätten wir für Bronze gebraucht sogar nur, also naja, umso dummer natürlich. Ist egal. Das soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt mich gern unterstützen mit einer Bewertung, mit einem Abo, wenn ihr das noch hier habt. Das wäre super toll und sagt mir Bescheid, wenn ihr mehr Wreckfest wollt. Ich werde es tun oder vielleicht auch mal online oder wie auch immer. Und als nächstes kommt natürlich am Montag wieder der Last of Us und dann sehen wir uns dort wieder. Hoffentlich seid ihr dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Macht euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.